So, Freunde, da sind wir zurück bei Let's Play Lies of P. Ja, wir haben in der letzten Folge hier diese Tür aufgemacht, haben wir das Gebiet auch hoffentlich relativ akribisch abgesucht. Ach, wir sind an der Alchemistenbrücke angekommen, ne? Sehr schön, das ist gut. Alle Puppen werden zerstört. Was? Achso, da steht da Purge Puppies. What the fuck? Geppetto? Den suchen wir doch. You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. What? You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. Was bist du denn für einer verrückter Esel? I'm here for the old man. Get lost. Okay. Wait. I know you. Or more like, I know what you are. Hm? You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Oh, what? Oh, Bosskampf. Okay, der haut auch ordentlich zu, der Bre, der ist sauer. Ui, Moment. Right. Oh, Moment. Jawohl, das hat ordentlich gesessen. Sehr stark. Okay, Moment, ich kann den aber backstabben. Jawohl, man kann den backstabben. Das ist richtig wichtig. Okay, Moment, einmal nochmal healen. Healen. Okay, der ist aber auf jeden Fall machbar. Okay, Moment. Okay, we made it. Okay, das abgegradete Rapier ist nicht verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Was haben wir denn da? What's poppin? Who are you? Oh, der scheint mir aber freundlich gesinnt zu sein. Finally, we meet, son. Oh, das ist Geppetto. It's a dream come true. Ja klar, dich suche ich doch. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Okay. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Okay, gib her. Was haben wir denn da? Schlüssel zum Rathaus und ein Enigma-Montagewerkzeug. Warte, die Einblendungen verschwinden sehr, sehr schnell. Benutzbare Gegenstände. Moment, was haben wir denn jetzt hier Neues bekommen? Attributswiderstandsampulle, das ist alles gut soweit. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mit dem, ach, guck mal hier. Jagdbekleidung des verrückten Edels. Sieht auch cool aus, wa? Bei euch. Und hier, ich kann das auch anziehen. Jetzt wird der verrückte Esel. Naja, feier ich die Jagdbekleidung des verrückten Esels. Die nehmen wir mit. Jetzt muss ich aber einmal ins Inventory gehen. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Hier ist das nicht bei Quarz. Ah, da, Funktion. Was ist das denn? Enigma-Werkzeuge. Ein Werkzeug, mit dem die Klinge und der Griff einer Waffe montiert und zerlegt werden können. Waffenmontage ist bei Stargazer und Eugenie möglich. Wenn man es mit einem nichtmenschlichen Feind zu tun hatte, muss man auf den gesunden Menschenverstand verzichten. Die Werkstatt und die Stalker stellen verschiedene Klingen und Griffe zusammen und konzentrieren sich auf die Herstellung der besten Waffen. Ach, guck mal, jetzt können wir das machen, was ich angeteasert hatte, oder was ich vermutet hatte.
dass man Waffen und Klingen jetzt, also Klingen und Griff jetzt quasi anders aufeinander setzen kann. Also ich kann jetzt quasi die Klinge dieser Waffe auf einen anderen Griff packen und kann so nochmal die Skalierung verändern. Das ist ja ziemlich cool. Jetzt mal ein Mondstein, sehr gut. Brauchen wir auch und da haben wir den nächsten Stargazer. Alright. Machen wir mal auf hier, das Moped. Na gut, Murphy ist irgendwie noch nicht aufgetaucht. Ich dachte jetzt, vielleicht wird das auch der Gebietsboss oder so. Moment mal, dann könnten wir uns das eigentlich mal direkt einmal angucken, oder? Wie das funktioniert mit dem Waffen. So, about that weapon assembly tool you were talking about. If you find any more weapons, let's try using them here. Ja klar, Waffen montieren. Okay, du kannst Waffen über Eugenie im Hotel oder an einem Stargazer modifizieren. Du kannst deine Waffen in Klinge und Griff aufteilen und zu neuen Waffen montieren, die zu deinem Kampfstil passen. Die Eigenschaften deiner Waffe werden durch die Kombination aus Griff und Klinge bestimmt. Ach du Scheiße. Okay, Moment, ich hab, das wäre die Klinge. Ja, das ist meine Hiebwaffe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diese Klinge auf das Ding packen würde, was würde dann passieren? Gar nichts, ne? Moment, ach so. Moment, nee, also ich nehme das Rapier und das Ding, dann habe ich jetzt eine Hiebwaffe, mit die auf Technik skaliert. Also wenn ich jetzt wollen würde, kostet mich das irgendwas? Kopf eines Knüppels. Moment, ich mache das einfach mal. Hab ich, ist das jetzt weg für immer? Nee. Okay, ich kann das jetzt... Also ich habe jetzt theoretisch den Knüppel. Und der sticht jetzt. Okay, ne, das ist ja kompletter Müll. Ne, dann will ich mein Rapier wieder haben. Moment. Pieksen und das Ding. Ja, das ist auch viel besser. Weil daraus würde ich, mir hier nur meine Skalierung kaputt machen. Nee, wir machen das so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bessere, so, Moment, ich kann also meine Rapierklinge, die ich jetzt verbessert habe, mit, Schaden, kann ich jetzt auf eine, Kurbel oder... Kann ich jetzt auf eine Kurbel, sag ich schon, auf eine auf einen Griff machen, der noch besser skaliert oder der vielleicht eine andere Fähigkeit hat. Das ist ja eigentlich schon ziemlich awesome, ne? Hab ich noch was zum Werfen? Ja, hier, guck mal. Ding. Na du Loser, was geht ab? Da bist du mir auf den Leim gegangen, Bre. Oh, der hat aber lange verzögert jetzt. Tributsampulle, Reinigung, Widerstand und Sternenfragment. Ja gut, Reinigungsampulle, das haben wir, Reinigungsampulle, mein Gott. Reinigungsampulle, das haben wir ja gerade schon gelesen, was die kann. Die sorgt dafür, dass ich kein Statusleiden mehr habe. Im Moment haben wir aber tatsächlich noch keine Gegner, die Statusleiden verursachen. Bis auf diesen einen, der vorhin mit den Blitzdingern da rumgeworfen hat. Ja, komm mal ran hier, Doggo. Komm an. Ja, put, put, put. Ja, ja. Zing, zing, zang. Easy peasy. Reinigungsampulle, also die sollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal in die Schnelle. Wieso habe ich jetzt vier von den Dingern eigentlich? Wo habe ich den vierten denn her? Also definitiv mehr mit Ausweichen muss ich noch arbeiten, auch wichtig. Bin ich gestaggert. Dachte, ich habe ihn gestaggert, aber das hat ihn gar nicht gejuckt, was ich hier gemacht habe. Okay. Ja, hier könnte ein Shortcut lang gehen, wenn ich hier, hingehe. Kann es sein, dass ich zum Shortcut komme. Ist da in einer Ecke? Nein. Okay. Ja, sag ich doch, ein Shortcut. Gut, dann muss ich mich nämlich nächstes Mal nicht immer durch die ganzen Gegnerhorden hier kämpfen.
Machen wir direkt mal auf. Die arbeiten hier weniger mit Stargazern und dafür mehr mit Shortcuts. Das soll mir eigentlich an sich recht sein. Ich habe aber, glaube ich, auch nicht genügend Mondsteine, um die Klinge nochmal auf plus 3 zu verbessern. Das muss ich auch auf jeden Fall noch machen, die Klinge auf plus 3 verbessern, weil jetzt, das ändert halt alles, wenn man halt einfach quasi die Skalierungen manipulieren kann. Oh, du bist wieder so ein Fetter, ne? Okay. Mal gucken, was wir mit ihm da veranstalten. Die sind einmal recht gefährlich. Oh, was haben wir denn da? Nachrichten. Die Ambition von Mr. Venigni, die lebende Polizeimaskottchenpuppe für das Rathaus anzufertigen, scheiterte. Sein Wunsch, einen vertrauenswürdigen Freund für die Bürger und einen starken Polizisten zu erschaffen, der Kriminelle überwältigt, ging zwar in die richtige Richtung, erwies sich aber als übertrieben. Der überladene Akku der neuen Polizeipuppe überschritt seine Kapazität, was Kettenexplosionen, Fehlfunktionen und schwere Körperverletzungen zur Folge hatte. Der Stadtrat schlug vor, die Puppe mit der Begründung zu entsorgen, dass ihr Aussehen die Besucher einschüchtert. Aber Herr Venigni und die Steuerzahler protestierten und verhinderten den Plan des Stadtrats. Bis heute liegt die Puppe verlassen hinter dem Rathaus, während der Rechtsstreit noch offen ist. Das Interessante hierbei ist, dass die Puppe selbst dann, wenn sie unbeaufsichtigt ist, einige ihrer Maskottchenrollen ausführt. Sie ist besonders bei Kindern beliebt und scheint sogar auf das Spielen der Kinder zu reagieren. Das führte jedoch dazu, dass mehr Kinder aus den Slums ins Rathaus kamen, was den Besuchern unten Annehmlichkeiten bereitete. Der Stadtrat erwägte, die Puppe nur noch gelegentlich einzusetzen, um den Zugang zu beschränken. Ach, das ist doch unser Murphy, von dem der willst du mit mir befreundet sein? Alle sind weg, ich bin jetzt ganz allein. Das da hinten, ist das da hinten Murphy? Kann das sein? Das ist ja wirklich übelst fett. Hey, gut, dann versuchen wir mal unser Glück, ne? Gegen den, ja, du bist mit Sicherheit Murphy. Ganz bestimmt. Ja, du bist eindeutig Murphy. Oh mein Gott, what? Okay, einmal kurz Konzentration, Männers. Okay, einmal Heilung. Oh, da hat er mir einen mitgegeben. Okay. Ein Sternfragment. War auch nicht Murphy gewesen. Gibt es doch wohl nicht. Kaputte Babypuppe? What? Okay. Moment. Ich habe jetzt eine Babypuppe eingesammelt. Und natürlich einiges an Ergo, was wir vielleicht nochmal verwerten wollen. Ach so. Die habe ich auseinandergebaut, ja klar. Eine Babypuppe. Eine zerbrochene, von Wunden übersäte Puppe. Sie wurde im Garten- und Rathaus zurückgelassen. Ein Luxusgegenstand, mit dem das Kind einer reichen Familie einspielte. Es ist nicht bekannt, wo der Besitzer der Puppe ist. Ist das diese Elena, von dem die Dame da am Fenster gesprochen hat? Könnte das sein? Ich glaube, ich muss nochmal zurückgehen, Freunde. Ich glaube, ich habe hier die Puppe gefunden, die das eine Mädel da haben wollte, hier gegenüber von der Brücke. Ich kann ja mal gucken, ob ich, dass das Richtige ist. Einfach mal gucken gehen. Da unten rennt natürlich jetzt wieder einer rum, ne? Klatschen wir den einmal kurz weg. Jetzt einmal überlegen, wie ist man denn da nochmal, wo muss ich denn da jetzt nochmal hin? Mal ran hier auf den Meter. Oh, da kommt direkt der nächste. Oh.
Not nice, my friend. Aber gut, dass ich so viel Ausdauer geskillt habe. Wir können richtig viel zuhauen jetzt. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss nochmal meine Waffe einmal... Oh, warte mal, ich habe... Hier, das ist mein Schleifstein. Alles klar, die ist wieder full. Wo war die denn jetzt nochmal? Da nicht, ne? Nee. Oh, hallo Hund. Ich will mal gucken, wo die nochmal war. Warte mal, hier klebt noch ein Schild. Ich glaube, das hat man gar nicht gesehen. Also ein Zettel. Ja, da bin ich doch richtig. Warnung! Versteinerungskrankheit, Quarantänezone. Betreten verboten. Jeder ist ein Patient. Mein Gott. Jeder ist ein Patient oder Verrückter. Sprechen Sie nicht mit ihnen. Okay. Gut. Ich werde trotzdem mal mit der reden. Wir halten uns mal konsequent nicht daran. Oh, das ist wirklich dein Kind? I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Na, immerhin, ne? Please let me hold her. Klar. There, there, my baby. I missed you so much. Aber wenigstens ist das nur eine Puppe. What do you think? Isn't my baby adorable? Ja klar ist das Baby, so ein süßes Menschenbaby. That's right, kind one. Wir lügen uns hier richtig ein Fett zusammen. You granted me my only wish. My sweet Elena. We're going to be happy now. Thank you so much, kind one. Please accept my heartfelt gratitude. Na, gib her. Was habe ich denn da bekommen? Viel? Moment, Schallplatten abspielen. Schallplatten, die du während des Spiels erhältst, können mit dem Grammophon im Hotel abgespielt werden. Du kannst die Musik auf den Schallplatten anhören, um Menschlichkeit zu erhalten. Bett. Okay. Sollten wir vielleicht mal irgendwann machen. Kann ja nicht schaden. Haben wir sonst noch irgendwas bekommen? Nee, nur die Schallplatte, ne? Alright. Gut. Ja, für den Anfang soweit so gut. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Ins Rathaus. Also, er sagte, der Polizeiroboter chillt hinterm Rathaus. Ja. Ich bin mir nicht so ganz im Klaren darüber, was jetzt für die hinterm Rathaus bedeutet. Aus meiner Sicht wären die Gärten dahinter. Und dann fehlt mir aber irgendwie immer noch das Item, was ich dem kranken Jungen da geben könnte. Ich bin noch ein bisschen überfragt, muss ich zugeben. Also wir werden jetzt erstmal weitergehen. Mal gucken, ob ich da nochmal irgendwie was finde. Was so ein Murphy sein könnte. Aber bis jetzt bin ich da tatsächlich noch nicht fündig geworden. Wir aktivieren auch nochmal den Stargazer. Ja, ich kann mich auch nochmal teleportieren, ne? Lass mal einmal hier das Hotel von Krat uns angucken. Und da können wir nochmal leveln, nämlich. Benutze das Telefon. Was für ein Telefon? Hä? Also wir haben das Grammophon. Das sollen wir benutzen, um Schallplatten abspielen zu können. Ja, dann spiel die mal. Okay. Close your eyes. Come to me. Feel alright. Just dance with me all through the night. Muss ich das jetzt komplett durchziehen, um so eine Menschlichkeit zu erhalten? Ich google das mal einmal, während wir hier die wunderbare Musik genießen. Weil wenn wir das komplett anhören müssten, wäre das natürlich eine absolute Verzögerung des, wäre das eine absolute Verzögerung des, Let's Plays. Lies.
Okay, da steht tatsächlich, man muss die komplett hören. Ja gut, da müssen wir jetzt einmal kurz warten. Das lässt mich menschlicher werden. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich würde es gerne herausfinden. Und man kann tatsächlich nicht alle Schallplatten im Normal Game finden, denn die goldenen Schallplatten gibt es tatsächlich nur im New Game Plus. Und das wollte ich eigentlich nicht mehr im Let's Play behandeln. Ich hoffe nur, dass wir da jetzt keine Probleme mit der GEMA bekommen. Wobei, warum eigentlich nicht? Also warum sollten wir? Gucken, was es jetzt bringt, wenn wir menschlich geworden sind. Oder menschlich her geworden sind. Wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber wir haben es ja gleich geschafft, ne? Wenn das jetzt nichts bringt, dann werden wir das auch nicht nochmal tun. Keine Federn reagieren. Und nu? Ich muss unbedingt. Aber kann ich die jetzt. Ah, ich hätte das hier die ganze Zeit machen können. Ei. Ich hätte gar nicht warten müssen. Okay. Wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. So, wir können nochmal zwei Level vielleicht sogar verwerten. Ich würde gerne einmal maximale Ladung nochmal verbessern und einmal die Technik. Sehr gut. Entschlossenheit und Fortschritt. Ja gut, Entschlossenheit bringt uns nicht allzu viel, weil unsere Waffe da nicht so wirklich drauf skaliert. Technik könnte man noch machen, weil die Legionswaffe darauf skaliert und, mein Gott, Technik. Fortschritt könnte man noch machen, weil die Legionswaffe darauf skaliert plus, weil das ein bisschen Resistenzen gibt. Aber bisher würde ich mal eher sagen, konzentrieren wir uns erstmal auf die Technik. Die würde ich nämlich ganz gerne relativ weit hochziehen, damit wir nur noch Technikwaffen gebrauchen. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir da so weiterkommen. So, und wir schnappen uns unseren Shortcut, den wir freigeschaltet haben. Und düsen mal durch zum Rathaus. So, moin Männers. Checkt ihr, dass ich hier bin? Nein, ne? Nicht so wirklich. Ne, die checken nicht, dass ich hier bin. Alright, dann ja, hat keiner gecheckt. Ach, der Bruder ist auch wieder da. Okay, ja, dann lassen wir den auch ganz fröhlich da weiter trommeln. Mach mal, was du willst. Wir gehen mal hier rein. Ich sehe eins, ich sehe zwei. Der, wenn er da ausholt zu seinem komischen Roundhouse-Angriff, da muss man echt aufpassen, weil der. Komm her. Ja, das mit dem Ausweichen ist noch ein bisschen tricky. Kiste.
Kiste. Yippie, eine Kiste. Moment, ich muss mich aber heilen hier. Amulett des Puppenzerstörers. Moment. Ja, noch ein Amulett tragen. Was macht das? Erhöht den Schaden, der Puppen zugefügt wird. Alter, wie geil. Jawohl, her damit. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können in das Symbol eingeprägt werden, und um besondere Kräfte hervorzurufen. Zerquetschen, zerdrücken, vernichten. Die Scharfrichterpuppe kannte weder den Grund noch die Bedeutung, aber sie erfüllte ihre Rolle. Ja, einfach generell ein bisschen mehr Damage. Kann im Moment noch nicht schaden. Oh. Moment, ist das das, was ich denke, was es ist? Ein Gespenst. Benutze ein Sternfragment beim Rissruf neben dem Bossbereich. Ja, das habe ich mir gedacht, dass jetzt hier gleich ein Boss kommt. Um ein Gespenst zu beschwören. Er wird deinem Charakter im Bosskampf helfen. Ja, das werden wir auch gleich mal ausprobieren, wie sich das so anfühlt, wie das so ist. Hier ist an sich nichts mehr. Blöd ist, dass ich jetzt schon wieder eine Ampulle hier fressen musste. Aber versuchen wir mal unser Glück. Wir werden mal ein Sternfragment hier reinschmeißen. Um uns mal ein Gespenst zu rufen. Kommt das Gespenst jetzt auch mit, oder? Wird schon. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal, wer da auf mich wartet. Oh, wer bist du denn? Ach. Du bist Murphy. Lol. Was ein Bruder, der Typ. Okay. Das wird, glaube ich, nicht lustig. Alter Vater, what the fuck? Und der kann Elektro, da müssen wir so ganz besonders aufpassen. Der haut ordentlich zu. Oh, ja, schön abgeblockt, aber. Ja, das ging auf mein Gespenst, das ist gut. Okay, da konnte ich sehr viel Damage machen. Oh, fuck, das ging nicht, das kam nicht durch, ne? Der komplette Damage. Bruder. Alright. Aber er ist schon auf jeden Fall Half-Life. Jetzt werden seine Angriffe wahrscheinlich Elektroschaden machen. Okay, das wird nicht. Ich dachte, er macht jetzt so eine Shockwave kurz, aber hat er nicht. Ah, er ist gerade in I-Frames drin. Ich kann ihn, während er das macht, kann ich ihn nicht treffen. Okay, das heißt, wir dürfen uns von ihm auf keinen Fall grabben lassen. Weil dann auch das Gespenst, kein Damage. Aua, ja. Einmal Heilung. Er ist noch in dem überwältigen Modus drin. Aber wir haben ihn gleich. Alright. That was der abgewrackte Wächter. Eliminated. Oh, Kern, was habe ich denn jetzt bekommen? 5000 Seelen, Alter, beziehungsweise Ergo. 5000 Ergo haben wir dafür bekommen, das ist richtig geil. Ihr habt das Ergo eines gebrochenen Helden. Das Ergo, das aus dem abgewrackten Wächter stammt, das von die Mensa-Macht erfüllt. Der Wächter verzog sich und löste sich von den Wünschen der Erwachsenen. Allerdings vergaß er nie die Kinder, die ihn als ihren Freund betrachteten. Ja, das ist Murphy gewesen, da bin ich mir sicher. Haben wir hier gekriegt, nochmal Quarz, das kennen wir. Was bist du für ein Tauschmaterial? Die Legionswaffe Hauptteil. Der zentrale Kern des abgewrackten Wächters. Eine Legionswaffe mit immenser Kraft kann von Eugenie oder Benignis Handwerksmaschine hergestellt werden. Der Plan des Wächters des Rathaus von Kratz scheiterte letztendlich. Der Wächter, dessen Batterie angeschwollen und dessen Rücken furchtbar verbogen war, wurde zum wütenden Richter und fegte durch den Illusion Boulevard. P-Organ Hauptteil? Ein Schlüssel? Dass das P-Organ aktivieren kann.
Aktivieren des P-Organs ermöglicht die Ausstattung mit Quarz. Das P-Organ ist. Das P-Organ ist die Quintessenz der Puppenkunst des genialen Handwerkers Geppetto. Seltene Teile sind nötig, um ein solches Gerät zu entwickeln. Alter, was? Ein unförmiges Spielzeug aus Holz geschnitzt und bemalt. Er hat einen seltsamen Buckel, aber es wurde offensichtlich mit Sorgfalt hergestellt. Winter. Von den Erwachsenen verlassen ließen die Kinder ihre Kindheit los, um zu überleben. Frühling. Die kaputte Polizeipuppe beschloss, sich dem Pfeifen der Kinder an. Schloss sich dem Pfeifen der Kinder an und brachte sie wieder zum Lachen. Sommer. Die Kinder erschufen Murphy, indem sie Holz schnitzten und mit gestohlener Farbe bemalten. Murphy, der Murphy geschenkt bekam, ließ ihn nie wieder los. Das ist wahrscheinlich das Item, was wir dem Jungen da wieder geben müssen. Dem kranken Jungen da an dem Fenster. Ich muss jetzt erstmal meinen Ergo investieren, bevor das wieder flöten geht. Das machen wir jetzt auch direkt als allererstes. Wir teleportieren uns jetzt direkt erstmal zum Hotel Krat. Ach guck mal, da können wir auch mit zwei Leuten reden. Das sollten wir vielleicht auch unbedingt tun. Ach, jetzt steht hier woanders. Moin, bin wieder da, Männers. You saved Geppetto. Wonderful. He is on the second floor. He can hardly wait. Oh, sorry, jetzt habe ich dich aus dem weggeklickt. Gib mir mal einen Stufenaufstieg. Ich würde nämlich ganz gerne noch einmal in Vitality reinscalen. Einmal in Stärke, einmal in Technik. Jawohl. Das sind drei fette Level. Also wir bräuchten 500 Ergo. Habe ich doch locker dabei. Dann kann ich noch ein Level machen. Ja, klar. Machen wir hier mal 5 Stück. 500 Ergo, das müsste eigentlich reichen. Reicht das? Wir brauchen 42 Ergo mehr. Shit, ey. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Das heißt, wir müssen noch so einen reinkloppen hier. Okay. So, jetzt können wir noch einen Stufenaufstieg machen. Dann gehen wir noch einen in Max-Ladung. Haben wir ein bisschen mehr Sachen mitnehmen dürfen. Gut. Ich wollte einmal auch nochmal mit dir reden, jetzt nachdem ich Geppetto geholt habe. That sounds very dangerous. Geppetto usually isn't so reckless. The pain of his grief may be clouding his judgment. I shouldn't have said that. You and Geppetto are always welcome at this hotel. Geppetto's room is on the second floor. You can stop by whenever you like. Hm. Okay. Ja, dann gehen wir mal gucken. Geppetto wollte auch was von mir. Hast du noch irgendwelche Sachen, die ich kaufen kann? Irgendwas. Oh, mit dir kann ich reden. Der Stalker. The Stalkers are Krat's Vigilantes. There are two groups of them. The Bastards and the Sweepers. The Bastards are an organization of guards for the alchemists and the workshop. Motto, honor or nothing. The Sweepers are an organization of guards for the old families of Krat. Motto, we always repay what is owed. Historically, the relationship between the two groups has been turbulent. But most were killed in the puppets' full-scale attack. That is what little I know beyond the hotel walls. May I serve you in some other way? Nö. Im Moment geht's mir ganz gut. Ich wollte einmal mal gucken, ob ich noch was sinnvoll. Du hast zweimal Quarz, ne? Da sollte man schon mal gucken, ob man da nicht mal reinpayt in Quarz. Ich weiß nicht, was der kann. Also damit kann ich mich wahrscheinlich auch irgendwie verbessern. Ja, ich trage im Moment den, ne? Weiß nicht, diese alten Dinger, guck mal, der macht halt die mit Abstand beste Schadensreduzierungsrate. Ich kann die wahrscheinlich echt verkaufen. Ich behalte sie erstmal. Ich bin in diesen Soul-Spielen in der Regel immer ein Sammler. Auch wenn das wahrscheinlich eigentlich eher Dulli ist. Oh, du möchtest was von mir. Alright. Traces of high-powered energy originating far away. That's one mystery solved. Why don't we make a Legion arm with it? Oh, klar. Mr. Vanini is the expert when it comes to Legion arms, but I'm pretty sure I can make one. The puppets get fried easily by electricity. If you use an electric Legion arm, it'll make your life easier.
Fulminismus. Okay. Legionswaffe wechseln. Die Puppenschnur oder der Fulminismus. Was macht das denn? Ja, der eskaliert natürlich katastrophal auf Technik, ne? Aber macht trotzdem deutlich mehr Schaden. Eine Legionswaffe, die mächtige Elektrizität enthält, sammelt Elektroblitze und lädt einen Elektroschock. Blitze werden seit der Antike als Gottes Autorität und Zorn interpretiert. Jetzt steigt Gottes Zorn auf die Erde herab und wird eingesetzt, um stählerne Monster zu vernichten. Oh, klingt eigentlich ganz cool. Können wir mal reingucken. Man kann die auch wahrscheinlich noch irgendwie upgraden, habe ich hier gerade gesehen. Also wenn man mal hier hingeht. Da unten, da bewegliche Ladung, Leckstrom, Überladung. Da ist irgendwie noch Zeug, was man machen kann. Lass uns die mal ausprobieren, den Ulminis. Wie sieht denn das aus? Ich kann auch laden. Und dann geht es erstmal richtig ab. Okay, wenn ich das auflade. Ja, weiß ich noch nicht. Bis jetzt habe ich diese Legionswaffe auch sowieso noch nicht so viel benutzt. Aber man sollte das vielleicht tatsächlich mal häufiger benutzen. Weil es halt einfach nochmal Damage ist, den man machen kann, ne? Oh. Geppetto soll hier oben irgendwo chillen. Aha, da oben in dem Raum. Ja, was eine Überraschung, dass der große Raum in der Mitte der zweiten Etage aufgegangen ist. Was für eine Überraschung. Oh, schönes Zimmer, aber. Das ist eine Suite, Alter. Geil. Mit sehr heftigen Balki und Ausblick. Das sieht schon cool aus hier. Das Hotel ist wirklich wahnsinnig geil. Hello, my friend. You've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember that you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. Das klingt ja einladend. My friend, the inventor Vanini, went to stop them, but he never came back. Please go save him and shut down the factory. Okay. Das werden wir machen. Jetzt kommt aber erstmal wieder eine Videosequenz. The organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. What? Kann ich mich damit upgraden? Also, gesehen von meiner äußeren Hülle. Wir haben ja ein P-Organ bekommen. Remember, the hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Hm. Ja, verstehe. Who you tell about this place. Especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people. And always be a good boy to me. Klar, mein Lieber. Oh, what? P-Organ. Nutze die Slots der P-Orgel. Um verborgene Fähigkeiten deines Charakters zu aktivieren. Ach du Scheiße, Moment, what? Ein Skilltree? Alter Besen, jetzt geht's aber los hier. Rüste Quartz auf der P-Orgel aus, um den entsprechenden Effekt zu erhalten. Wenn du Quartz in jedem der Slots in einer einzigen Gruppe ausrüstest, kannst du den Synergieeffekt der Gruppe erhalten. Ach du Scheiße, Bruder, was? Jedes Mal, wenn Synergieeffekte von zwei Gruppen aktiviert werden, wird die nächste Phase freigeschaltet. Du kannst eine größere Vielfalt an Effekten erhalten, wenn du deine P-Organe in höhere Phasen bringst. Okay, da müssen wir uns jetzt erstmal... Ah, okay, verstehe. Das ist Phase 1. Pulszellen erhöhen, jopp, versteht sich. Ketten ausweichen ermöglicht ein weiteres Ausweichen während deiner Ausweichbewegung. Moment, what? Erhöht das Überwältigen-Zeitfenster? Fügt Fabelslots hinzu. Nee, also ich möchte, glaube ich, erstmal eine weitere Pulszelle haben. Moment, was ist denn jetzt los? Was geht denn jetzt ab? Aufwerten, Pulszellenentladung für tödliche Angriffe. Pulszellenentladung für tödliche Angriffe verbessern. Warten bei Entladung verringern. Was? Moment.
Erhöht den überwältigen Angriffen von tödlicher Angriff, Wert von Angriff von tödlichen Angriffen verbessert. Überwältigen Dauer erhöht. Alter, ich check gar nicht, was geht denn hier ab? Legionsmagazin aufwerten. Okay. Erhöht Ergo nach Besiegen eines Feindes. Verbrauchsgüterbesitzel mit. Ach du Scheiße. Legion wird bei Eliminierung von Feinden geladen. Das könnte ganz brauchbar sein. Für den Ladungsangriff. Aber was sind denn Ladungsangriffe? Kabelladung für perfekten Block. Schaden bei Ausweichen. Das könnten wir mal machen. Ach so. Moment, ich kriege jetzt eine neue Pulszelle. Plus ich kriege jetzt diese Fähigkeit. Aha. Das ist ja sehr cool eigentlich. Dann würde ich mal tatsächlich sagen, nehmen wir noch den tödlichen Angriff. Den verbessern wir auch nochmal. Bams. Und jetzt haben wir eine Pulszelle bekommen. Er ist ja übel chillig. Dann haben wir hier noch die zweite Phase. Ketten ausweichen. Das ist, glaube ich, auch ganz geil. Ja, jetzt habe ich nämlich 5 Pulszellen. Rescue him if you can. The city of Krat. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any questions and I'll fill in the gaps. Was hast denn du? Oh, Venini Werke. Dann erzähl mir mal was darüber. Venini Works is the puppet's main base. It's a factory where they manufacture more of themselves. Venini himself went to stop them, but I'm worried. He's an industrialist, not a fighter. Rescue Venini and shut down his factory. That will deny the puppets their reinforcements. Und die Kathedrale von Sankt Brangelico? The cathedral is famous for its wise and kind Archbishop Andreas. He offers sanctuary to countless refugees there. The thing is, I've lost touch with him. Perhaps no news is good news, but I'm a suspicious sort. And if the puppets push towards the cathedral, it could be devastating. Go save the Archbishop and the refugees before it's too late. Und Malum District? I don't know what's happening in the Malum District. The Black Rabbit Brotherhood seized the neighborhood. That's all I know. It was always a run-down neighborhood, but it's descended into anarchy, or worse. I'm hearing rumors of monsters rampaging through the district. Those poor people. They need your help, son. Okay. Und die Rosa Isabel. Rosa Isabel Street is a stronghold of the puppets. It's a hunting ground where the most dangerous puppets roam. I believe it's the epicenter of the puppet frenzy. After all, I detected the strongest wave of Ergo there. Especially for someone as precious as you. It's a perilous place. And when you walk a dangerous path, my son, it's best to take it one step at a time. Okay, damit hast du mir erstmal alle meine Fragen beantwortet. Ja, wir gehen runter zum Stargazer und schauen mal, dass wir jetzt vielleicht diese Puppe mal einmal abgeben von diesem Murphy. Ich habe ja gesagt, Murphy ist der Boss, war ja klar. Da muss man mal gucken, wo muss ich denn da hin? Rathaus nicht, ne? Dahin? Das könnte richtig sein, ne? Ansonsten, nee, das hier war, glaube ich, richtig. Ja, wir wollen das Haus und dann müssen wir da über die Brücke rüber. Wir müssen einmal zurückgehen dann. Mal gucken. Wo wir da den passenden Weg einmal finden. Das machen wir in der Folge noch. Dann gehen wir einmal kurz Murphy da dieses... Also das Ding da geben wir ihm von Murphy. Von hier müssen wir da nämlich hin, ne? Alright, genau. Dann meine ich, finden wir da hinten diesen Murphy-Tennis. Also den, das Kind. Das
über Murphy da geredet hat. Wo ist denn dieser? Ach so, ja, hier stimmt, hier bin ich runtergedroppt. Na klar doch. So, genau. War das hier hoch? Nein, schon, ne? Okay, wir haben schon ordentlich jetzt an Skills und so bekommen. Darf ich bitte diese Leiter hier hoch? Dankeschön. Wir haben uns schon ordentlich hochgeskillt jetzt auch. Aber die sind tatsächlich schon nur noch vier, die schaffen schon nur noch vier Schläge, die Kollegen. Das ist schon sehr hilfreich. Im Moment, hier war das nicht, ne? Ne, hier war das nicht. Dann war das in die andere Richtung, oder? Kann das sein? Wait. Wait, wait, wait. Ja, da unten haben wir den Fatty bekämpft. Murphy, also dieses Kind, was Murphy da hinten, was Murphy da gefeiert hat, das kam danach, ne, nach dem Fatty. Ja. Dann müssen wir nochmal zurückgehen. Oh. Ne, hier ist falsch rum. Das ist hier richtig. Ich meine, das kam nach dem Fatty. Für mich, wie gesagt, ich bin jetzt auch ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich zugeben. Also die Karten sind schon sehr verstrickt hier. Also so gerade dieses Illusion Boulevard. Da kann ich ja im Leben nicht runterspringen, da sterbe ich. Einmal, ja, ja, hier ist richtig. Da vorne ist, kommt gleich. Da bin ich schnell genug, um beide zu töten. Ja, genau, hier unten war das nämlich. Jetzt kommt er hier mir nämlich entgegen, ganz genau. Dann kann ich ja mal Hallo sagen, dem Bro. Und dann genau hier unten. Ne, hier war das. Aua. Das war. Nö, das sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Muss ich noch ein Gebiet weiter? Ne, das war doch hier unten. Bin mir sehr sicher, dass das hier diese Leiter runter war. Ja, da unten ist er doch, der Mülleimer. Gehen Sie ruhig da. Ich versuche mal erstmal niemanden zu triggern. Ja, nur dieses Ding da, aber. Kann ich dieses Teil vielleicht benutzen? Nee. Okay. Habe ich noch nicht das Richtige gefunden? Bin jetzt eigentlich fest davon überzeugt, dass ich ihm dieses Ding da hätte geben müssen. What? Okay, das ist natürlich jetzt wirklich wieder sehr wild. Was muss ich denn dann machen? Ja, benutzen kann ich diese Erinnerung ja auch nicht. Das ist ja wieder sehr spannend. Da fehlt mir doch wieder irgendein Item. Aber welches? Irgendwas fehlt mir da doch jetzt wieder. Ja. Und jetzt herauszufinden, was das Item ist, was mir da fehlt. Ja, spannend. So, mit der Taschenuhr kann ich einmal benutzen zum letzten Stargazer. Und dann weiß ich nicht, ey, was wir da suchen müssen. Von hier aus können wir ja dann zurück, also wir uns teleportieren. Zum Stargazer teleportieren und zwar zum Innenhof. Da machen wir hier erstmal weiter. Vielleicht haben wir das richtige Item halt auch einfach noch nicht gefunden. Ne? Ich habe gerade mal gegoogelt, tatsächlich ist das dieser Boss hier gewesen. Und der hätte eine Pfeife droppen sollen. Das hat der aber nicht. Also ich bin jetzt nicht ganz bekloppt oder so, aber ich bin mir sehr sicher, dass der keine Pfeife gedroppt hat, oder?
Nee. Tja, das ist natürlich jetzt wieder ärgerlich. Ich glaube, die Quest war bei mir verbuggt. Der Typ hätte eine Pfeife droppen sollen. Inigis-Reiseführer. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Krat, die Fabrik wurde von Puppen besetzt. Was auch immer die Ursache ist, verantwortlich dafür ist die Firma Venigni. Ich bin Lorenzini Venigni, hier allein los, um diese Teufel aufzuhalten. Die Fabrik ist zurzeit sehr gefährlich. Halten Sie sich von ihr fern und bleiben Sie in Sicherheit. Den Rest überlasse ich Mr. Geppetto, dem ich mehr als dem anderen vertraue. Gott sei unser aller gnädig. Grüße, Lorenzini Venigni. Ja, der hätte eine Puppe droppen sollen, der abgewrackte Wächter. Hat er nicht. Ne? Hat er nicht. Er hat hier diese, eine Puppe, sag ich schon, eine Pfeife hätte der droppen sollen. Der hat aber allerdings nur diese Puppe hier gedroppt. Und keine Pfeife. Ne? Und das ist natürlich jetzt irgendwie alles nicht so toll, weil es sieht für mich jetzt wieder ganz danach aus, als könnte ich diese Quest jetzt nicht beenden. Also ich kann mal kurz vorlesen, was da steht im Internet. Und zwar, Moment. Quatsch, ich laber Scheiße. Vielleicht habe ich doch irgendwie... Warte mal, hier drin haben wir den Boss doch gefightet. Hier soll irgendwo... Da hinten. Da. In dieser Bank. Hier liegt die Pfeife. Friends. Die verblasste Pfeife. Korrekt. Jetzt können wir die Quest abschließen. Meine Damen und Herren. Manchmal muss man einfach in diesen Souls Games auch mal was nachlesen, weil es ganz schnell geht, dass man irgendwas verpasst. Ja. Ich finde es ja schon ganz nett, dass einem das Spiel schon mal sagt, okay, du hast jetzt den passenden Gegenstand für den und den NPC gefunden, indem er das Bild da abbildet. Das finde ich schon mal wirklich sehr, sehr angenehm. Ist für diese Souls Games auch eigentlich eher untypisch, dass die einem helfen. Aber, ja. Ups. Mach ihn kaputt. Den auch. Mach ihn platt. Gut. Da kam jetzt hier nämlich noch einer rum, ne? Ganz genau. Mache ich den da oben, den Elektro-Tönnis auch noch mal kurz lang, weil der mich sonst eh wieder nur mit Sachen bewirft. Also warum da jetzt nicht der Backstep getriggert hat? Also da war doch ganz klar das Symbol, dass ich einen Backstep triggern kann. Also ein Backstep, mein Gott. Triggern kann. Naja, weiß ich nicht. Ach, ich muss wahrscheinlich die Pfeife benutzen, ne? Benutzbare Gegenstände. Wo ist denn die Tröte? Wo? Ja. Benutzen. Hey, that sound. Is that you, Murphy? I know that whistle. It must be Murphy. Na, das ist leider nicht Murphy. Thanks for coming by. I want to play, but I feel too sick. I don't think I can. I miss Zach and Sophie and Eric. I wish we could all play. Ein leuchtendes Erko-Fragment haben wir erhalten. Okay, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Dann können wir uns doch glatt nochmal zurück zum letzten Stargazer teleportieren. Und können an der Stelle dann einfach mal die Folge beenden, meine Damen und Herren. Na Quatsch, wir teleportieren uns noch tatsächlich zum allerletzten Stargazer, an dem wir waren. Zu Stargazer da, Innenhof des Rathauses. Genau. Ich wusste, dass das Murphy ist. Ich wusste nur nicht, dass ich da hinten, weil das Item war anders gekennzeichnet als andere Items.
Und deswegen kam mir das ein bisschen spanisch vor, aber tatsächlich ist diese Bank da hinten der Fundort der Pfeife. Also, nochmal, alles richtig gemacht. Ja, wir gucken nochmal einmal hier links und rechts. Mich interessiert jetzt doch nochmal einmal kurz, was hier noch ist. Und dann werden wir jetzt gleich die Folge beenden. Und dann einfach mal nächste Mal weiter gucken. Das ist natürlich die Frage, wo es hier weitergeht. Wahrscheinlich hier, ne? Hätte ich mal vorgeschlagen. Geht hier weiter? Ja, das sieht so aus, das ging jetzt hier weiter. Da vorne steht schon die erste Puppe. An der Stelle, meine Damen und Herren, machen wir aber in der nächsten Folge erst weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lies of P. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.